Κοταμπτεί το επικόν, βεβαιούστε ότι η ήπη τροφή έλαβαν. Το επικόν συνέξει την εμβόνη μοντέρυγα ή τέσσο ή μάλλον ανίσχυλη. Und, hast du es dir anders überlegt und willst am spartanischen Ruhm teilhaben? Ich kämpfe. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Ein schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! Ah!
Ella. Vorsichtig vorgehen.
Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ella.
Mach bitte nicht so kommen. Ah! Thank you.
Komm schon. Wenn das nicht die mächtige Söldnerin mit dem zerbrochenen Speer ist, wie wäre es, wenn du deine Klinge für Sparta in den Kampf führst? Hängt davon ab, wie viel Sparta für diesen Dienst zahlt. Fähige Söldlinge wie du werden sicherlich angemessen entschädigt. Willst du dich an unserem bevorstehenden Sieg gegen Athen beteiligen? Ich werde euch in dieser Schlacht nicht helfen können. Ich habe zu tun. Solltest du deine Meinung ändern, komm vor dem Kampf zu mir. Auch Nachzügler kriegen ihren Anteil. Bist du bereit, dir einen Platz unter Spartas Kriegshelden zu verdienen? Ich teile den Sieg mit euch und die Beute. Überlebe die Schlacht und du wirst deinen Anteil erhalten, Söldnerin. Let's go!
Los, Phobos! Los! Los! Komm schon! Thank you.
Bereithalten!
Korfu findet ihr Glückseligkeit. Tägliche Überfahrten. Lust auf einen Besuch im Paradies, Södling? Paradies? Fährt dieses Boot ins Elysion? Nein, nach Korfu. Da gibt es keine Arbeit, nur Vergnügen. Ein reiner Urlaubsort. Urlaub? Was ist das? Oh, ein Gemütszustand. Du musst dich um nichts kümmern, nur um deine wohlverdiente Entspannung. Eine ganz neue Idee. Das klingt verführerisch. Nirgends ist das Wasser klarer als vor der Küste Korfus. Was ist mit Soldaten? Verbrechern? Menschen? Von denen bräuchte ich eine Pause. Falls welche dort sind, sind sie damit beschäftigt, sich zu entspannen. Nimmst du an der heutigen Überfahrt teil? Das ist genau, was ich brauche. Urlaub. Zumindest für ein paar Tage. Na, dann komm an Bord. Unser nächster Halt? Die Glückseligkeit. Barnabas, können wir es gleich aufgeben? Ich habe nicht aufgegeben, dein Manuskript über die Bodenbeschaffenheit des Saal jetzt zu lesen. Also gibst du besser nicht auf, mir zu helfen. Aha, da auf dem Dach. Malaka. Cassandra, was machst du da oben? Wonach sieht es denn aus? Ich mache Urlaub. Ah, du warst zu lange in der Sonne. Du bist ja brauner als ein Bronzestandbild. Komm runter. Ach, was. Ich genieße die frische Luft. Wohlverdiente Ruhe. Wir sehen uns. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein legendärer Schatz auf dich wartet? Hm? Was sagst du dazu? Das habe ich schon so oft gehört. Jemand wie du findet ihn doch im Handumdrehen. Die Adresteia muss auf Vordermann gebracht werden und ich brauche ein paar Drachmen. Hilf einem alten Freund. Ja, um der alten Zeiten willen. In Ordnung, schon gut. Hüpf nur nicht gleich aus dem Chiton. Nicht mehr so leicht für sich wie früher, oder? Sieht so aus. Was hat das mit diesem Schatz auf sich? Ach, das ist sicher nur das Aufregendste, was dir seit Ewigkeiten passiert ist. Ich hatte schon genug Aufregung für ein ganzes Leben. Das ist wirklich der letzte Ort auf Korfu, an dem wir dich vermutet hätten. Was hast du hier ganz alleine gemacht? Nichts, werter Herodotos. Und dabei hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Tagsüber gedöst, nachts die Sterne bewundert und der Wein floss in Strömen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Vielleicht sieht es der alten Cassandra nicht ähnlich, aber die neue Cassandra hat sich nie besser gefühlt. Du gehst doch nicht in Ruhestand, oder? Solange es auf dieser Welt noch Probleme gibt, wird das wohl nichts. So ein mürrisches Gesicht kenne ich von dir gar nicht. Komm schon, jeder mag Schätze. Ich bin nicht in Stimmung. Ich bin gerade beschäftigt. Nicht in Stimmung? Das klingt nun wirklich gar nicht nach dir. Ja und? Was ist daran so schlimm? Mir geht's gut, wirklich. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit für mich.
um über mein Leben nachzudenken und Abstand von allen zu gewinnen. Nicht bös gemeint. Schon in Ordnung. Es stimmt. Du hattest wirklich schwere Bürden zu tragen. Aber wenn irgendjemand das schafft, dann Cassandra. Du brauchst etwas, das dich von den Bürden ablenkt. Komm schon, sag, dass du mit auf Schatzsuche kommst. Für die Adrasteia. Für mich. Gut, gehen wir auf Schatzsuche. Damit du ein paar Drachmen in die Taschen bekommst. Schon besser. So kenne ich dich. Die Beute wird sicher reichen für ein schickes neues Schiff. Der Legende nach soll von Göttinnen gewobenes feinstes Leinen mit dabei sein. Antike Schriftrollen, einzigartige Waren aus exotischen Ländern. Jetzt werd mal nicht überschwänglich, Barnabas. Schon gut, ich will niemandem die Überraschung verderben. Auf der gesamten Insel findest du Hinweise, die dich zu unermesslichem Reichtum führen werden. Wenn der Schatz so legendär ist, warum hat ihn dann noch niemand gefunden? Seit Jahrhunderten sucht man danach. Nun, vielleicht nicht ganz so lang. Niemand hat ihn je gefunden. Aber heute finden wir ihn. Abwarten. Das Einzige, was es hier im Überfluss gibt, ist Sand. Und Piraten. Ich hol schnell mein Zeug. Seit ich meine Sachen hier verstaut habe, habe ich fast vergessen, dass es sie gibt. All die Leute, die ich getroffen habe, es ist, als würden sie mir ständig folgen. Sowohl physisch als auch in meinem Kopf. Thank you.
Ich habe diesen Brief nicht mehr angesehen, seit Alkibia das ihn mir geschickt hat. Das ist Monate her. Jedes Mal, wenn ich einen Speer sehe, muss ich an Brasidas denken. Es wird Zeit, wieder in Form zu kommen. Geht aus, verdammte Flammen! Also zu diesen Hinweisen. Finsternis, mein ewiger Freund.